Hallo und herzlich willkommen bei eurer Schacheule. Für eine eventuelle bzw. sehr wahrscheinliche falsche Aussprache der chinesischen Namen sowohl der Spielerinnen als auch der Städte möchte ich mich vorsorglich entschuldigen. Morgen startet mit der Eröffnungsveranstaltung in Shanghai die Schachweltmeisterschaft der Frauen 2023 zwischen der amtierenden Weltmeisterin Yu Wenyun und ihre Herausforderin Lai Dingji. Sie wird in Shanghai die ersten 6 Partien und anschließend in Chongqing stattfinden. Veranstalter ist der Weltschachverbund die FIDE. Es wird ein Match gespielt über 12 Partien mit klassischer Bedenkzeit. Diese beträgt 90 Minuten plus 30 Sekunden pro Zug ab dem ersten Zug für die ersten 40 Züge und danach gibt es noch einmal 30 Minuten und auch wieder 30 Sekunden pro Zug für den Rest der Partie. Die Spielerin, die als erste 6,5 Punkte erreicht, gewinnt den Titelkampf. Es werden dann keine weiteren Partien mehr gespielt. Ist der Punktestand nach 12 Partien gleich, wird ein Tiebreak gespielt. Vor dem 41. Zug dürfen die Spielerinnen kein Remis vereinbaren. Der Preisfonds beträgt insgesamt 500.000 Euro, wobei 300.000 Euro an die Gewinnerin gehen und 200.000 Euro an die Zweitplatzierte. Wird das Match erst im Tiebreak entschieden, erhält die Gewinnerin 275.000 Euro und die Verliererin 225.000 Euro. Die erste Partie wird am 5.7. 15 Uhr Ortszeit gespielt, das entspricht 9 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Es werden immer 2 Partien gespielt und danach folgt ein Ruhetag. Außer nach der 6. Partie gibt es sozusagen 2 Ruhetage, da der Umzug nach Chongqing ansteht. Dort wird ab der 7. Partie weitergespielt. Die 12. Partie ist für den Samstag, den 22.07.2023, terminiert. Sollte es dann noch einen Gleichstand geben, wird am Sonntag, der 23.07., ein Stichkampf durchgeführt.